mal die Fahne weg. Wir können, die sehen uns doch gar nicht. Das ist scheißegal. Die sind alle schon komplett aufgeregt. Wir machen jetzt Podcast. Moin, ich bin Ofe, ein Orga-Mitglied des eCannonball 2021. Und ich bin Ani, auch ein Orga-Mitglied. Wir haben News für euch. Ja, schöne News. Es gibt ein neues Reglement. Jetzt kommen erstmal die Sponsoren, weil ohne die würden wir es nicht hinkriegen. Vielen Dank an die Sponsoren. Der eCannonball 2021 wird präsentiert von Auronix für dein bestes Zuhause der Welt. Zusammen mit iWays und dem vollelektrischen iWays U5. Mit freundlicher Unterstützung von Opel, Juul Kinder- und Jugendhilfe, A Charger, Compendi, Tronity, Maingau Energie, Enercap, MHC Mobility, Easy, M3 Logistik, EWE Go, Store and Charge, Eva Wallbox, Naturstrom, Autohaus Schandert, Tesla Anwalt, eCannonball 2021, Feel the Energy. Es gibt immer noch ein neues Reglement, auch wenn jetzt die Sponsoren genannt worden sind. Ihr müsst natürlich pünktlich im Parc Fermé sein, das wisst ihr aber sowieso schon alle. Was ist denn überhaupt ein Parc Fermé? Parc Fermé ist am Freitag, den 24.09. zwischen 12 und 18 Uhr, könnt ihr im Van der Valk Hotel Brandenburg die Fahrzeuge ausstellen. Für die Mitglieder und für die Teilnehmer dieser Veranstaltung ist es eine Pflichtveranstaltung, denn wenn ihr nicht rechtzeitig da seid, gibt es Punkte. Und dieses Mal gibt es richtig viele Punkte zu gewinnen. Und zu zwar, gewinnen eben nicht. Doch, doch, es gibt, sind zu gewinnen. Es gibt immer einen Punkt, je zu spät gekommene Minute. Maximal, wir beschränken das auch, auf 100 Punkte. Also irgendwann ist es dann egal, ob ihr 3 Stunden oder 4 Stunden zu spät kommt, ihr werdet mit 100 Punkten belohnt. Ihr seht schon, es ist alles komplett anders. Denn diesmal wird die Veranstaltung nach Punkten bewertet. Wer die wenigsten Punkte hat, der gewinnt die Veranstaltung. Es geht nicht darum, schnell von A nach B zu kommen, denn Geschwindigkeit spielt überhaupt gar keine Rolle. Denn nur so schaffen wir es, dass zum Beispiel auch ein e-tron 55 in der Gruppe 1 ein Tesla Model 3 besiegen kann. Denn anders ist es gar nicht möglich. Es geht also nicht darum, wie schnell ihr von einem Ladepunkt zum anderen hetzt und wie schnell ihr im Ziel seid, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist vorbei. Punkte werden verteilt. Es geht um Köpfchen statt Bleifuß. Es gilt, die kürzeste Strecke zu finden, den geschicktesten Ladepunkt abzuwarten, weil all das wird jetzt sehr, sehr wichtig für euch werden. Es geht um ganz andere Sachen als um Geschwindigkeit. Genau, denn es zählen Punkte. Es gibt Punkte für die Ladestopps, es gibt Punkte für Kilometer, das heißt, wenn ihr wirklich kurze Strecken fahrt, habt ihr weniger Punkte, denn jeder Kilometer zählt ein Punkt. Und es gibt auch Prüfungen. Wir haben ja wieder Zwischenstopps. Das sagen wir euch dann im nächsten Video, wo. Und dort werden Prüfungen stattfinden. Also wir haben das diesmal so gemacht, wir haben da lange drüber nachgedacht, dass es nicht darum geht, möglichst schnell irgendwo zu sein, sondern Geschick, Köpfchen und vielleicht auch ein bisschen Glück. Und jeder hat die Chance zu gewinnen. Das ist das Besondere. Wenn ihr jetzt aber glaubt, ach, massig Zeit, komme ich erst. Ich fahre nur 30, die ganze Strecke verbrauche ich gar nichts automatisch. Nee, das machst du nicht mit uns. Genau, denn man muss um 19 Uhr im Unterschleißheim Hotel Infinity sein. Wer danach kommt, kriegt schon mal pauschal 50 Minuspunkte. Und ich muss es kurz ablesen, ich habe es hier extra aufgehängt. Und pro Minute einen weiteren Punkt. Ja, es werden also, auf der Verbrauch spielt hier eine Rolle. Es ist zu kompliziert. Wir werden das jetzt veröffentlichen. Ihr könnt das jetzt sehen auf der Webpage www.e-cannonball.de. Dort könnt ihr euch das neue Reglement angucken. Und dann könnt ihr alles, was ihr euch als Teilnehmer bisher gedacht und geplant habt und vorgestellt habt, über den Haufen werfen. Wie eigentlich immer. Ja, wir haben
haben das wieder ganz toll gemacht, finde ich. Ihr seid maßlos irritiert. Ihr wisst nicht, wo es lang geht. Ihr kennt die Zwischenprüfungen nicht. Wir haben alles richtig gemacht, Uwe. Wir können jetzt erstmal Feierabend machen, oder? Ja, es erreichen mich aber immer noch E-Mails, wie ihr startet gar nicht in Moers. Nein, wir starten nicht in Moers. Wir starten in Brandenburg, im Van der Valk und wir enden in München. Und dort in München haben wir eine fette Veranstaltung ab 11 Uhr schon für euch. Den ganzen Tag Ausstellungen, Probefahrten. Die Firma Elaris ist auch da. Wir haben iWays. Ihr könnt andere Hersteller, da könnt ihr fahren. Es geht um erneuerbare Energien, um Ladeboxen, alles rund um die Elektromobilität und könnt dabei noch auf einem riesen Bildschirm zugucken, wo wer rumfährt und was Arnie und Robin so alles erzählen und aushacken. Also wir werden viel quatschen, das ist schon mal gewiss. Und wenn ihr euch jetzt alles fragt, meinen die das ernst? Ja, wir meinen das alles ernst. Wir freuen uns auf euch, riesig. Kauft T-Shirts. Seid dabei, kauft T-Shirts, seid glücklich und froh. Das wird gut. Genau, und es ist, habe ich ja schon gesagt, es ist eine 3G-Veranstaltung, wenn ihr da sein wollt. Wir wissen natürlich nicht, wie die Regeln für Corona dann sind, aber bisher steht alles bei 3G. Und ja, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier im Hintergrund rotiert mit unserem sechsköpfigen Orga-Team. Also hier gibt es hunderte von Nachrichten jeden Tag. Wir haben ja noch andere Teams, die das Broadcasting für uns machen und Robin und... Ach, es ist richtig aufregend. Ich träume davon nachts. Ja, jetzt wollen wir aber gar nicht jammern, nein, weil es ist alles toll. Nein, ja. Es ist alles wunderschön. Es ist perfekt, wie wir das machen. Wir hoffen, euch gefällt das neue Reglement. Wir hoffen, euch gefällt das mit den Punkten. Ich finde das sensationell. Man kann Punkte sammeln oder auch verlieren. Vielleicht, wer weiß, wir meinen es ernst. Macht das Beste aus der Situation. Wir machen es auch. Habt einen schönen Abend. Genießt die Vorfreude. Ofe ist schon mal weg. Ich bin jetzt gleich auch. Und wir sehen uns. Der eCannonball 2021 wird präsentiert von Allronix für dein bestes Zuhause der Welt zusammen mit iWays und dem vollelektrischen iWays U5 mit freundlicher Unterstützung von Opel, Juul Kinder- und Jugendhilfe, A Charger, Compendi, Tronity, Maingau Energie, Enercap, MHC Mobility, Easy, M3 Logistik, EWE Go, Store and Charge, Eva Wallbox, Naturstrom, Autohaus Schandert, Tesla Anwalt, eCannonball 2021. Feel the energy.